Ihr bekommt über die Feiertage ganz plötzlich Besuch oder seid zu einer Feier eingeladen? Dann kommen hier die Top 50 Geschenkideen unter 10 Euro. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem super, super, super Last-Minute-Geschenkideen-Video. Hi, ich bin Anna und heiße euch herzlich willkommen auf dem Kanal Xayana. Wenn dir diese Video-Idee gefällt, dann lass mir doch jetzt schon mal ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Video werde ich euch ein paar Geschenkideen präsentieren, wo einiges davon bestimmt auch im Einkaufszentrum zu bekommen ist. Alle Ideen habe ich preisaufwärts sortiert. Ich werde euch ein paar Beispiele einblenden lassen. Solltet ihr etwas davon nachkaufen wollen, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung. Und jetzt fangen wir an mit der Kategorie Beauty. Hier ein kleiner Spoiler-Alarm. Das ist die einzige Kategorie mit 10 Produkten. Die weiteren Kategorien werden jeweils 5 Produkte beinhalten. Aber jetzt zu der Nummer 1, ein Badekugelset. Hier ein Beispiel für 4,99 Euro. Denn jeder geht doch gern mal baden in der Winterzeit. Geschweige denn, man hat eine Badewanne. Und wenn man keine Badewanne hat, dann geht man besser weiter zu unserer Nummer 2. Ein Geschenkset für den Mann. Zum Beispiel mit dem Duschgel von Dresdner Essence. Für einen Preis von 5,99 Euro. Dieser ist online leider bereits ausverkauft, aber vielleicht findet ihr das in eurer Douglas-Filiale. Nummer 3. Für einen Preis von 6,39 Euro bekommt ihr bereits bei Amazon ein Make-up-Pinselset, derzeitig noch bis morgen im Angebot für 6,39 Euro. Die Nummer 4 habt ihr bestimmt schon in eurer Drogerie gesehen und wahrscheinlich nicht drauf geachtet. Ein Mascara und Kajal-Set. Diese Limited Edition von L'Oreal gibt es bereits für 7,95 Euro. Oder wie wäre es mit einem Lippenset bestehend aus Lippenstift und dem dazu passenden Lip Liner. Wer sich gerne zukleistert, so wie ich, der würde sich bestimmt auch über das nächste Geschenk freuen. Und zwar eine Konturpalette von Revolution für gerade einmal 9 Euro. Im Moment noch im Angebot, aber nur auf der Seite von Revolution. Der reguläre Preis, das sehe ich gerade, liegt bei 18 Euro. Ebenfalls im Angebot auf Revolution ist unsere Nummer 7 und zwar, jetzt kommt's, ein Haarmaskenset im Dreierpack. Wessen Haare also immer perfekt gestylt oder gepflegt aussehen, für die ist das wahrscheinlich das beste Geschenk. Aber ich denke, die anderen würden sich auch darüber freuen. Ach so, und der Preis liegt bei 9,79 Euro. Nummer 8. Wie wär's denn mit einer Eyeshadow-Palette als Beispiel, die von Catrice. Ich sag nur wunderschön. Nummer 9. Wir gehen zurück zu Douglas und finden ein wunderschönes kleines Wellness-Geschenkset. Ich finde ja, Douglas hat sowieso immer die wunderschönsten Ideen und Kreationen, was Weihnachtsgeschenke angeht oder Sets. Und unsere letzte Idee in dieser Kategorie ist eine Self-Made Beauty Box. Zum Beispiel gefüllt mit Gesichtsmasken, Lippenmasken, Badebomben, Nagellack, Lipgloss, Kajal, was auch immer euch einfällt. Und meistens kommt das auch mit am besten an, weil man dann immer das Gefühl hat, dass sich der andere Gedanken gemacht hat. Mit ein bisschen Fantasie kann man da sehr schöne Sachen zusammenstellen. Und jetzt gehen wir weiter zu der Kategorie Family. Habt ihr schon mal im Supermarkt drauf geachtet, was es da an Krimskrams gibt? Ich rate euch, macht das mal. Denn unsere Nummer 1 ist aus dem Aldi. Und zwar dieses Teeset für gerade einmal 4,99 Euro. Nummer 2. Das hat auch bestimmt jeder schon mal geschenkt bekommen. Und bestimmt auch schon mal weiter verschenkt. Ein Duschset. Ja, es ist nicht weit dahergeholt, aber kein schlechtes Geschenk für den kleinen Preis. Nummer 3. Wie wär's denn mit Schmuck? Jeder von euch kennt bei Rossmann und DM diese Schmuckständer. Schaut da mal rein und ihr findet bestimmt etwas, was eure Mutter, Schwester, Cousine, was auch immer, gefallen wird. Nummer 4. Eine wunderschön designte Duftkerze. Nummer 5. Abgesehen von einem Buch, kann man da auch einen
Buchständer verschenken. Weiter geht's mit der Kategorie Freunde. Nummer 1. Hier zum Beispiel Weihnachtskugeln. Bevor ich die Nummer 2 nenne, habe ich eine Frage an euch. Macht einer eurer Freunde gerne Puzzle, dann ist das nächste Puzzle eine Herausforderung. Geschweige denn, ihr wollt euren Freund oder eure Freundin, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen auf den Keks gehen. Mit so einem unlösbaren Puzzle. Auch in dieser Kategorie habe ich ein Buch für euch. Zum Beispiel das 100 Aufgaben für den Alltag Buch bei unserer Nummer 3. Und das schon für 9,99 Euro. Und Nummer 4. Eine Schokolade für den Notfall. Die hier kostet 9,99 Euro. Aber ich denke, bei Nanunana bekommt ihr die weitaus billiger. Obwohl, ich war auch schon lange nicht mehr bei Nanunana. Nummer 5. Zuckerfreie Flavor Drops. Die hier zum Beispiel. Gibt's in den verschiedensten Geschmäckern. Kommen wir nun auch schon zu unserer letzten Kategorie, die Kids. Hier habe ich Ideen gesammelt für die etwas kleineren Kinder. Also so, ich weiß nicht, schätzungsweise von 3 bis 8 Jahren. Ich glaube, danach wird das etwas uninteressant. Obwohl, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Also man weiß nie. Die Nummer 1 wurde von uns schon 2-mal, glaube ich, getestet und immer wieder für gut befunden. Und das wären die Badewannenstifte von Eberhard für einen Preis von 3,90 Euro. Sofern man damit nicht auf den Fugen malt, sondern wirklich nur auf der Wanne, geht das Ganze sogar super easy ab. Meine Tochter hat das quasi von alleine sauber gemacht mit dem beigefügten Schwamm. Ich würde es aber nicht empfehlen, es einwirken zu lassen. Ich habe einmal versucht, das nach 2 Stunden sauber zu machen und das war ein bisschen tricky. Es hat noch funktioniert, aber es war ein bisschen tricky. Deswegen am besten sofort sauber machen und es hinterlässt keinerlei Rückstände. Wirklich null. Nummer 2. Für 3,95 Badeknete. Zum Beispiel die von TT-Set. Die ist nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Waschen. Und nein, es färbt sich nicht ab. Ich musste allerdings feststellen, dass das Ganze nicht mehrfach verwendbar ist, weil sich das sehr, sehr schnell im Wasser auflöst. Es sei denn, man benutzt nur einen kleinen Teil von dieser Badeknete. Zu dem nächsten kann ich allerdings nicht viel sagen. Und zwar die Nummer 3, der Zauberschnee. Aber ja, gut, ich glaube, das wäre auch noch für etwas größere Kinder ein Spaß. Genauso wie die Nummer 4, und zwar der Kaugummispender. Hier ein Beispiel für 9,99 Euro. Nostalgie aus den 90ern. Und allseits beliebt bei der Nummer 5, die gute alte Barbie. Ganz viele Ideen, ganz viele Barbies. Zu den unterschiedlichsten Preisen und ebenfalls unter 10 Euro. Wir haben letztens noch eine Feen-Barbie gekauft für 7,49 Euro bei Rewe. Das ist nicht nur eine Barbie, sondern die macht mit ihren Flügeln, vielleicht kann ich euch ein Bild einfach einblenden. Ich versuche das mal rauszusuchen. Wenn ich das finde, dann seht ihr hier ein Bild. Ansonsten ist da nichts. Auf jeden Fall macht die auch Seifenblasen. So. Das waren meine 50 Geschenkideen unter 10 Euro. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dass ich euch etwas weiterhelfen konnte. Das würde mich sehr freuen. Was mich ebenfalls freuen würde, wäre ein Abo. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch fröhliche Festtage und wunderschöne Weihnachten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!